Hallo Community, wir sind's von Trader Online Video Julian. Tag. Und ich der Micha. Es gibt neues cooles Zubehör von Gamegenic. Wir stellen es euch vor mit Verlosung. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, vor uns sehen wir nämlich schon die erste von mehreren Spielmatten, die wir vorstellen werden. Genau. Und Hüllen werden wir vorstellen. Gamegenic hat ja die Marvel Champions Lizenz. Sehr cool. Ja. Richtig, richtig cool. Und wir machen so ein kleines Spielchen raus. Was für ein Motiv haben wir denn hier? Das ist Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy, richtig. Ne? Generell kurz schon mal vorneweg die Info. Also viele weitere Gamegenic-Artikel findet ihr natürlich bei uns im Shop. Also schaut mal nach, denn wir haben natürlich nicht nur Hüllen und Zubehör. Ach, Höhlen und Spielmatten, sondern auch Deckboxen und vieles mehr. Ne? Also ja. Tobt euch da mal aus. So, aber okay. Marvel Champions ist praktisch jetzt hier neu aufgelegt wieder, die nächsten Motive. Und es gibt nicht nur Spielmatten, es gibt auch Hüllen. Ne? Ja. Dann haben wir von der Gruppe natürlich entsprechend hier Fine Art Sleeves, ne? Entsprechend immer 50 plus 1 gepackt, auch mit dem Logo der Gruppe. Ja. So, wer ist denn er? Das ist natürlich Star-Lord, ne? Ah, okay. Gut. Peter Quill. Wer ist das? Drax. Ist Rocket. Das? Ich bin Groot. Ja? Man, ich kenne die ganze Gruppe. Du hast doch das Videospiel gespielt, ne? Ja, ein bisschen Gamora. Ja, wie man sie auch aussprechen möchte. Ja. Ah, verdammt, das ist ihre Schwester. Wie heißt sie? Ich weiß es gerade nicht. Ah, du weißt es. Ja, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Nebula. Ja, stimmt, ja. Also generell immer cooles Sleeves. Ich hab sie auch mal ausgepackt, dass ihr das ganze Motiv sehen könnt, weil es ist natürlich sehr, sehr stylisch, wenn ihr das dann praktisch, gerade wenn ihr Marvel-Fan seid. Hier haben wir mal die ganzen Artworks. Ne, wenn ihr Marvel-Fan cool seid, aus, seht, holt mich richtig. Deswegen haben wir es ausgepackt. Es sieht einfach super aus. Und gerade wenn ihr Fan seid, das dann so auf so einer Matte zu spielen. Also man kann da entsprechend natürlich, die Hüllen passen für Magic, passen für Pokémon, passen für Flesh and Blood, ne, passen auch für Marvel, das Champions Trading Card Game. So, und fällt hier an den Motiven denn was auf? Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Ja? Man kann aus den 7 Hüllen ein Gesamtbild machen. Und das ist jetzt deine Aufgabe. Ein Gesamtbild? Oh Gott, keine Ahnung. Da müsste das ja bestimmt hier ganz unten rechts sein. Ah ja, man sieht auf jeden Fall so ein paar Körperteile, ne? Ja, die Guck. Kann man zusammen machen. Das ist doch falsch. Das ist richtig. Schneller. So, das Video dauert, Entschuldigung, das dauert dann ein bisschen länger. Ja, tut mir leid, das ist jetzt. Ne? Ja, hier, guck, die kommen auf jeden Fall zusammen. Ja. Nebula, wo kommt Nebula hin? Ja. Oh, ist doch klar, wo die hinkommt. Die kommt doch nicht in die Mitte, oder? Du musst immer am Bildrand gucken, wo es passt. Wo passt denn, hä? Guck doch mal bei ihrer Schwester. Guck doch mal bei ihrer Schwester. Bei ihrer Schwester? Oh, ja, stimmt, ja, da ist ja dieser. So, und jetzt haben wir noch die eins. Die passen auf jeden Fall und dann. Ja, kommt die dann hier ran, oder? Wahrscheinlich, ne? Oh, das dauert einfach zu lange. Was? So, da kommt noch der Dings. So, da ist es. Ja, sorry, hä? Das ist ein Puzzle. Ich bin nicht so schnell im Puzzle. So, also sprich, dann habt ihr nochmal ein Gesamtbild der Guardians. Es sind ja auch immer 50 plus eine Hülle in der, im Sleeve. Also sprich, ihr könnt euch die ganze Crew zusammenholen. Ne? Das an der Stelle. Und jetzt die Frage der Fragen. Ja, wusste ich doch. Ich würde sagen, die Matte und ein Sleeve-Package, zwei Sleeves-Package, dann aber, damit ihr auch 102 Sleeves habt im Endeffekt, damit ihr auch ein ordentliches Magic-Deck da reinbekommt oder so, gibt es dann in der Verlosung. Was soll es denn sein? Boah, muss ja eigentlich schon Star-Lord sein, ne? Ist mir egal, du entscheidest. Und, Ja, muss ja gleich ein Motiv sein, ist ja logisch, weil sonst kannst du ja kein Deck spielen, du musst ja schon entsprechend. Achso, ah ja, dann, stimmt, ja. Dann Star-Lord. Dann Star-Lord, okay, also gut, dann habt ihr entsprechend, die Matte und zweimal Star-Lord Packs Sleeves in der Verlosung. Und wie nehmt ihr denn an der Verlosung teil? Indem ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Genau, dann wünschen wir euch viel, viel Glück.
So, dann das mal an die Seite. Ja, ist schon sehr cool. Ja, ja, ist, die Motive holen mich auch, aber ich muss ja auch sagen, ich bin auch wirklich Guardians of the Galaxy Fan. Ja. Da kommt jetzt ja der dritte Teil ins Kino, freue mich schon mega drauf. Ja. Du hast das Videospiel ja auch ein bisschen gespielt, ne? Nur ein bisschen. Naja, okay. nur so angefangen. So, zwei, drei, aber wir sind ja bei Marvel Champions, also es gibt ja in dem Universum nicht nur die Guardians. Ja. Sondern jetzt wird wieder weitergeraten. Ja, das kriege ich hin. Okay. Ich habe ja eigentlich schon ziemlich viel. Die Mathe. Ah, verdammt. Ja, ja, das ist ja, also es gibt ja noch die, das ist jetzt praktisch Season 3, glaube ich, will das nichts Falsches sagen, aber das heißt, es gibt auch noch viele weitere andere Marvel-Motive von GameGenic in Form von Sleeves und Playmates. Das ist jetzt nur das, was neu dazukommt in die Familie. So, ich würde mal sagen, das ist Captain Marvel. Boah, richtig. Ja. Und, ich finde die Matte richtig super. Die ist so stark in den Farben und auch gerade hier, dieses Muster holt mich voll ab. Die ist schlicht, aber auch stark. Ja. Weißt du, ja, cool. Ja, genau. Ich mag dieses Geriffelte. Ja, ich auch. Also dieses... Das meine ich. Das ist... Okay. Ne? Haut rein. Die Marvel-Spielmatten sind alle cool. Wer ist denn das? Das ist Hawkeye. Ja. Mann, ne? Ist auch cool. Ja, vor allem die so ein bisschen dreckig dann auch. Ja, dieses schwarz-graue, ne? Ja, schimmert das so ein bisschen wieder durch, das metallische so, ne? Also ist dann wirklich schon. Lila passt auch super dazu. Schlicht, aber cool, ne? Einfach mit so gesetzten Farbelementen gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Und es ist ja einfach auch zeitlos. Genau, wollte gerade sagen, kann man einfach immer benutzen. Für die Marvel-Fans, so. Ja. Aber. Wer ist das wohl? Spider-Man! Falsch! Ja. Nein? Was? Falsch? Das ist nicht Spider-Man? Nee. Haben wir auch gucken müssen. Was ist denn das? Boah. Aber es ist fast richtig. Ja, dann, keine Ahnung. Spider-Woman? Oh, kenne ich halt gar nicht. Ne? Ja. Ne? Also entsprechend hier Spider-Woman gibt es auch. Spider-Woman. Ne? Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch... Ja, also so ein bisschen auch mal irgendwie Playmates für die Girls, sag ich mal. Ne? Mit irgendwie auch hier Captain Marvel und so. Ne? Okay, so, aber Spider-Woman, wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Gut, aber das Beste kommt zum Schluss. Achso, es ist meine Fan-Matte, ne? Also es ist, okay. Ich glaube, den Charakter kennst du auch. Die finde ich persönlich richtig cool. Ja, okay. Also Venom sieht schon sehr mächtig aus, ne? Ist einfach böse. Die ist böse. Ne? Die ist richtig, richtig fies. Ja. Und wenn du da dann so dein schwarzes Zombie-Deck drauf auslegst oder irgendwas, das ist halt schon richtig, richtig cool, ne? Also, die fällt auf. Ich fahre richtig auf die Marvel Champions Playmats ab, muss ich sagen. Krass. Ja, und damit fällt es auf jeden Fall auf, wenn du auf den Tisch legst. Ne? Also auch wieder die Spielmatten, die sind alle super. Die sehen richtig, richtig gut aus. Und auch hier siehst du, es ist nicht einfach schlicht schwarz, ne? Sondern hier du hast immer so Farbelemente, die es dann so ein bisschen dreckig machen, so ein bisschen haptischer irgendwie, ne? So ein bisschen, dass es nicht einfach so schlicht ist, sondern dass es, obwohl es halt so einfache Bildelemente hat, dann trotzdem wieder noch ein bisschen so rausragt. Ne? Ja. Sehr cool. Okay, gut. Das war es dann auch schon entsprechend. Ne? Wir wollten euch da am Abgleich. Wie gesagt, schaut mal im Shop nach. Es gibt noch viele weitere coole Playmat- und Hüllenmotive, wie auch weiteres Zubehör von GameGenic. Aber jetzt seid ihr dran. Also schreibt mal eure Feelings in die Kommentare. Was ist euer Lieblingsmotiv? Was haltet ihr von den Guardians of the Galaxy Sleeves und generell von der Marke GameGenic? Tobt euch aus, schaut rein. Wenn euch das Video gefällt, die Produkte gefallen, droppt ein Like. Und suchtet euch natürlich durch alle weiteren Videos des Kanals. Da gibt es ja noch viel zu entdecken bei uns. Und abonniert natürlich gerne den Kanal, um uns zu unterstützen. Ja. Ne? Ja. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne bei uns im Trading Card Superstore vorbeikommen, mit uns zocken. Ja, ne, da haben wir zum Beispiel auch so mittlerweile einen schönen GameGenic Showroom, wo man mal so ein bisschen gucken kann, wie das denn so wirkt, weil man kann sich die Matten tatsächlich auch an die Wand hängen. Sieht auch super aus. Ja. Ne? Also die sind schon sehr, sehr stylisch. Könnt ihr sehen, wenn ihr mal vorbeikommt. Oder auf TikTok bei deinen Videos. Gut, dann sind wir an dieser Stelle aber raus, wünschen euch viel, viel Freude mit Magic the Gathering und sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.